Grüß Gott, achtet nicht auf mein Haar. Ich habe heute den ärgsten Bett-Day, den es gibt. Bett-Hair-Day, so. Ich kann heute nicht mehr reden. Aufgebraucht. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Meine Box zerlegt sich heute schon die ganze Zeit. Es ist schon einiges zusammengekommen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wir fangen gleich einmal an mit ein paar Sachen. Ja, ja. Ich greife einfach wie wild durch dieses Ding. Also in dieses Ding. Das habe ich heute erst leer gemacht. Das war von Trestle, Trackle Moon, wie auch immer. Eine Wintercreme-Dusche. Also Creamy Winter Dream hat die geheißen. Die Verpackung schaut schon ranzig aus, weil ich habe da alles rausgedrückt, was nur ging. Ich fand es gut, aber ich bin froh, dass ich jetzt einmal wieder sommerliche Düfte verwenden kann. Sage ich euch ganz ehrlich. Es war gut, aber es war eh eine Limited Edition. Also ja, außer sie bringen das... Jetzt habe ich es reingeworfen und es steht in der Ding drin. Sehr gut. außer sie bringen das halt nochmal raus. Aber ich brauche nicht unbedingt noch ein Duschgel, wenn ich ehrlich sein soll. Eine Kosmetik-Tücherbox wollte ich euch unbedingt zeigen. Ich weiß, ich bin ein Junkie. Da sind Bananen drauf. Habe ich leer. Ich liebe diese Box. Ein bisschen Kleinkram. Ich habe einmal eine Duftprobe, also zwei Duftproben leer gemacht von Michael Kors. Dieser Gorgeous ist das. Er ist okay. Einer hat mir ein bisschen besser gefallen als der andere, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr welcher. Und ich habe eh so viel, also würde ich mir das ehrlich gesagt nicht nochmal nachkaufen. Zwei, drei Cadea Vera Ampullen habe ich wieder leer gemacht. Okay, ich zeige euch das anders, weil es geht irgendwie nicht. Die Kokos einmal, die es Gott sei Dank aktuell noch gibt. Einmal die Glow, die es leider nicht mehr gibt. Und einmal die Sofort-Effekte, wo sie nur die Verpackung umgestellt haben. Ihr wisst, ich liebe die Cadea Vera Ampullen. So, eine Probe habe ich auch leer gemacht von Yves Rocher. Da sollte ich noch die anderen benutzen. Ich habe irgendwie nur eine diesen Monat leer gemacht. Aber ich mag den Evidenzduft noch immer. Ich weiß auch gar nicht, ob es den noch gibt. Weil der war eigentlich gut. Das habe ich heute noch gemacht. Eine Anti-Pickel-Maske. Also so eine gegen Unreinheiten. Ich fand die nicht schlecht. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie viel gebracht hat, weil in letzter Zeit spinnt meine Haut rum. Ich muss auch sagen, ich bin nur eincremevoll geworden. Ups. Aber die habe ich bei Frühlingsrolina gesehen, dass sie die verwendet hat und liebt. Und ich habe mir gedacht, ich habe die noch irgendwo. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich benutze sie endlich mal. Ich will generell mal die ganzen alten Masken verwenden. Ich brauche unbedingt noch einen Karton, weil ich will das nämlich umsortieren. Alte Masken, etwas neuere Masken oder sommerliche Masken. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Und ich war froh, dass ich da noch eine habe. Weil ich wollte die unbedingt ausprobieren. Weil wo sie sie die dauernd zeigt hat im Video, wollte ich die unbedingt testen. Und jetzt habe ich sie Gott sei Dank probieren können. So. Ich sag's euch, meine Haare zipfen mich heute an. Ich muss die Uhr im Blick behalten, weil ich muss mich beeilen. eine Handmaske habe ich auch heute leer gemacht. Die fand ich aber nicht so gut. Die war so eine harte Handschuhmaske. Da oben habt ihr das, wie das ausgeschaut hat, noch ein bisschen dran. Ich fand die irgendwie nicht so gut. Ich mag noch immer die von Balea am liebsten. Und ich glaube, ich werde mir von Balea noch ein paar kaufen. Weil die mochte ich ehrlich gesagt nicht so. Ich habe noch eine goldene. Fand ich jetzt nicht so berauschend. Aber okay. Noch eine Cadea Vera Ampulle habe ich noch aufgebraucht. Die habe ich auch gebunkert. Ihr wisst ja, ich liebe die. Zwei Tuchmasken. Also eine Tuchmaske habe ich leer gemacht und die andere war so eine Hydrogel. Die Tuchmaske habe ich leer gemacht vom Action. Das war diese Osterhasen-Tuchmaske. Wollte ich unbedingt leer machen. Die war mir ein bisschen zu reichhaltig. Sie war ganz süß, weil es war ein Osterhase. Aber ja, ich glaube, diese Sonder-Special-Editions, da würde ich mir nicht nochmal kaufen, sondern nur noch die von Action, die ich kenne und mag. Aber die war ganz niedlich. Sie war mir nur zu viel. Wäre für den Winter perfekter gewesen, glaube ich. Dann habe ich von Biobel, heißt die Marke, glaube ich. Die ist auch so alt gewesen. Unicorn Shake Hydrogelmaske aufgebraucht. Die war auch geil. Die war geil. Die hat mir sehr gut gefallen. Die hat mir wirklich gut gefallen. Würde ich mir nochmal nachkaufen. Ich glaube, ich habe die damals vom Tiki Max gekauft und ich habe eh noch so viele andere. Also nachkaufen ist erst einmal nicht. Aber ich fand sie gut. Wenn ich weniger hätte, würde ich sie mir fix nochmal nachkaufen. Was ich schlecht finde, war das hier. Das sind die No Stripes von Biore. Und ich will unbedingt, dass der Mickey dieses Video hochlädt, damit ich weiß, wie ich No Stripes richtiger benutzen kann. Es ist ein Drama mit den Dingern. Ich hasse diese Teile. Ich werde sie aufbrauchen und dann kaufe ich mir die nie wieder nach. Ich finde die furchtbar. Entweder haben die was an der Formulierung geändert, ich weiß es nicht. Aber die ziehen bei mir gar nichts mehr raus. Und da bleibt nur der schwarze Rest kleben. Also ganz, 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 ganz furchtbar. So, zweimal habe ich die Balea Lippenmaske leer gemacht. Da bin ich auch süchtig nach den Klumpert. Okay, werfen wir mal die beiden Dinge rein, damit ich die nicht dauernd aus der Hand
verliere. Das war auch kein Deutsch. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe ein Duschgel leer gemacht. Das habe ich mir damals nur gekauft, weil da eine Tasse dabei war, wo Hashtag Big Boss drauf stand und ich wollte die unbedingt haben. Das Duschgel war furchtbar. Es hat sich da oben schon zerlegt. Also die Verpackung ist richtig billig gemacht. Es hat nach nichts gerochen. Es war mega flüssig. Also ja, ob es das wert war wegen der Tasse? Ja, ich liebe die Tasse und ich trinke auch gerne aus der. Aber das fand ich ganz furchtbar. Ich wollte eigentlich, dass es der Stefan benutzt, aber er hat es nicht benutzt. Dann habe ich meine heißgeliebte Bath & Body Works Schaumseife leer gemacht. Crisp Morning Air heißt die. Die liebe ich. Die war wirklich gut. Ich habe mir die auch Gott sei Dank wieder nachgekauft. Ich benutze jetzt immer eine Schaum und eine normale. Ich weiß, ich bin nur gestört. Aber ich wasche mir ja so oft die Hände bei Gesichtspflege. Bei meiner Gesichtspflegeroutine wasche ich mir die Hände so oft, ist eher auch nicht gesund, aber ja, ich bin da echt gestört, was das betrifft. Dann habe ich eine Warm and Relaxing Maske leer gemacht, so eine Augenmaske, die war gut. Mir hat das gefallen, dass die nach nichts gerochen hat und dass die einfach nur wärmend war. Ja, würde ich mir für den Urlaub mal mitnehmen, wenn ich irgendwo hin müsste oder so, fliegen oder so, was ich ja nicht so gewohnt bin, dann würde ich mir die auf jeden Fall mitnehmen. Die war nämlich echt nicht schlecht und ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups. Noch ein paar Lippenmasken. Machen wir mal die Lippenmasken weiter. Ich habe wieder drei von meinen heißgeliebten, ich glaube, das sind doch mehr, Cadea Vera aufgebraucht. Einmal die ganz klassische, wo sie nur die Verpackung umstellen, was ich aber auch sehr gern mag. Meine heißgeliebte Kokos und meine heißgeliebte Kirsche. Ja, habe ich Gott sei Dank noch so viele Backups. Aus dem Tauschpaket habe ich die Isana-Lippenmaske leer gemacht, diese Kirschblüte. Die war auch super. Also die fand ich auch wirklich sehr, sehr gut. Was ich noch leer gemacht habe, was ich auch urgut fand, das ist diese The Beauty Mask Company Cheesecake-Tuchmaske für die Lippen. Die war auch geil. Ich habe jetzt leider keine mehr. Ich habe alle schon verbraucht. Aber die war wirklich gut. Also die war wirklich, wirklich gut. Schade, dass die nicht mehr gibt. Zwei Augenmasken habe ich noch leer. Einmal die von Annemarie Berlind. Ich mag sie, aber ich hasse diesen Duft. Ich finde die gut. Die sind wirklich gut. Die rutschen nicht, die kleben richtig am Auge. Die sind so geil, aber ich hasse diesen Geruch von denen. Das ist einfach. Kaufen würde ich sie mir nicht. Wenn ich sie jedes Mal gratis kriegen würde, würde ich mich freuen drüber, weil die haben wir oft zu Weihnachten und so geschenkt gekriegt. Aber ich würde sie mir nicht kaufen wegen dem Duft. Ich finde sie aber trotzdem gut. Das ist das Lustige. Ich mag nur den Duft nicht. Von Isana habe ich auch die Augenmaske aufgebraucht. Die hat bei mir leider gar nicht gepasst. Ich habe nämlich gedacht, vielleicht ist das so ein Balea-Dupe. Da kommt mein Husten wieder zurück. Ja. Ich fand die aber okay. Würde mir die aber nicht selber wieder nachkaufen. Will die auch nicht nochmal haben. Weil sie war einfach zu groß. Das hat bei mir aufs Auge nicht drauf passt. Leider finde ich schade. Aber ich dachte, das ist ein Ersatz von meiner heißgeliebten Balea. Wo ich auch noch ein Stück habe. Dann habe ich wieder meine Mundspülung aufgebraucht, wo ich ja mega angepisst bin, dass die nicht mehr gibt beim Biber. Und ich habe gehört, dass es sie angeblich beim Billa geben soll, was ja Biber, Billa ist so ein Rewe-Konzern und der gehört zusammen. Ich werde mal danach schauen. Ich hoffe, die gibt es noch. Ich habe aber Gott sei Dank noch ein paar Backups. Auch vom Tauschpaket habe ich zwei Isana-Produkte noch leer gemacht. Einmal die Handseife mit dem Peeling-Effekt. Das war leider gar nicht meins. Also als Handseife fand ich es ganz furchtbar. Auch der Stefan hat gesagt, das ist furchtbar. Es war unangenehm. Auch wenn ich mir dann Gesichtspflege ins Gesicht getan habe, war das auch sehr unangenehm. Fand ich jetzt exakt nicht so besonders. Würde ich auch nicht nochmal haben wollen. Also sowas mit Peeling-Effekt muss ich nicht nochmal haben. Aber ich mag den Duft von beiden Sachen. Ich mochte das Peeling jetzt auch nicht so gerne leider. Der Duft war sehr gut davon. Aber es hat mich jetzt auch vom Peeling-Effekt jetzt ehrlich gesagt nicht so gecatcht, sage ich jetzt mal. Mein heißgeliebter Wasserspray ist leer worden von Ridgewest. Der hat so lange gehalten. Ich darf mir den aber dabei nicht nachkaufen. Ich habe so von Primark so Wasser-Fixing-Sprays, was furchtbar sind. Der Sprühkopf ist von den Flaschen mega furchtbar. Und ich habe die in eine MAC-Flasche umgefüllt und habe die jetzt im Badezimmer stehen, verwende sie aber nicht. Und deswegen werde ich mir den jetzt mal leider nicht nachkaufen, sondern werde mal diese Face-Sprays einfach als Beauty-Blender-Anfeuchter in... Das war kein Deutsch, noch einmal von vorne. Ich werde mir die noch einmal nachkaufen, wenn ich die anderen aufgebraucht habe. So ist es doch viel leichter. Aber ich will zuerst mal die anderen Sachen aufbrauchen. Aber der war gut und den werde ich mir sicher nochmal nachkaufen, wenn ich weniger habe. Was ich nicht weiß, ob ich mir das nochmal nachkaufen werde. Ich weiß nicht, ob es einfach zu alt war, weil es ist 6 Monate haltbar nach dem Öffnen.
ich weiß es nicht. Das ist diese Erkältungsdusche. Ich habe den totalen Ausschlag gekriegt da und auf den Armen. Und ich glaube, das war von dem. Ich war mir nicht sicher, ob das von der Zuckerschnute war oder von dem. Ich glaube aber mittlerweile, es war von dem. Weiß ich nicht, ob ich mir das nochmal kaufe. Sage ich euch ganz ehrlich. Ein Deo habe ich auch leer gemacht. Das ist das von Biotherm. Das liebe ich. Werde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen. Ich habe jetzt ein anderes in Verwendung. Mit dem bin ich aber nicht so zufrieden. Ich habe es von einer Freundin geschenkt bekommen. Und ich weiß wieder, warum ich mir diese Rexona nicht mehr nachkaufe. Aber das werde ich euch in einem aufgebrauchten Video erzählen. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Fix sogar. Ich habe wieder die Reinigungstücher vom Action aufgebraucht. Für den Schminktisch natürlich. Zweimal gleich. Ich weiß aber nicht, ob ich mir die jetzt nochmal nachkaufe. Oder ob ich die Cadavera jetzt verwende. Das Problem ist, ich mag die von Hydro, von der Linie nicht. Die sind mir zu feucht. Auch für den Schminktisch sind mir die zu feucht. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich die einfach wieder nachkaufe. Mal schauen. Muss ich mal gucken. Dann habe ich eine Maske leer gemacht von 7 Heaven Marshmallow Fluff. Die fand ich leider nicht so gut. Die hat bei mir leider gebrannt. Finde ich urschade, weil die war vom Duft sehr angenehm. Aber hat bei mir leider gebrannt. Werde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Zwei Produkte, die ihr eh schon auswendig kennt. Einmal habe ich die Nivea Indus Lotion aufgebraucht und einmal den Haarspray von L'Oreal. Mag ich beides noch immer sehr gerne, würde ich mir beides immer wieder nachkaufen. Habe ich aber noch ein paar Backups, muss ich mir wieder nachkaufen. Das frische Shampoo von Naturebox habe ich auch aufgebraucht mit Melone. Das fand ich mega gut. Das würde ich mir auch auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ich habe aber jetzt das Kirsche mir nachgekauft, weil ich habe gesehen, dass es das Gott sei Dank auch gibt. Und ja, das würde ich mir auch einmal nachkaufen, aber ich warte jetzt noch, weil ich habe noch andere Shampoos. Ich habe noch eins von Clarins, von Garnier. Ich muss die mal alle verbrauchen. Würde es mir aber schon nochmal nachkaufen. Was ich auch gut fand, ich musste die aber auf zweimal verwenden, war diese Isana Beauty Konzentrat Ampulle mit Vitamin C. Fand ich auch sehr gut. Und ich finde die Verpackung von Isana voll schön. Hat mir auch sehr gut gefallen. Dann habe ich noch einmal zwei Lippenmasken aufgebraucht. Ich bin so ein Lippenmasken-Junkie. Wieder von Balea und Cadavera. Ich habe eh so viele von denen. Von Balea habe ich auch aufgebraucht eine ganz, ganz alte White Chocolate Maske. Die war nicht mehr so gut wie ganz am Anfang. Ich habe auch noch eine von denen. Ja, Balea würde ich mir aber trotzdem immer wieder nachkaufen. Ich muss jetzt halt mal welche verbrauchen. Natürlich, weil es wird immer mehr. Dann habe ich die Balea-Maske aufgebraucht, diese Handschuhmaske, die ich ja so gern mag. Da werde ich mir auf jeden Fall Backups kaufen, weil ich finde die wirklich gut. Was ist das jetzt? Ja. Ein paar Sachen haben wir noch und irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme nicht weiter. Aber es ist nicht mehr so viel. Ich habe das Duschgel jetzt leer gemacht, was ihr im Sammlungsvideo gesehen habt. Das war dieses von Yves Rocher. Dieses Birne und Kakao. Ja, ich habe es jetzt als Seife benutzt. Bodylotion und so habe ich ja weggeschmissen. Ich will das vermeiden und will unbedingt meine alten Sachen zuerst aufbrauchen. Als Seife war es okay, aber ich hätte es halt nicht mehr für den Körper benutzt. Da habe ich so draufgezahlt mit dem Duschgel, mit den alten. Nee. Einen Augenbrauenstift habe ich auch leer gemacht und dem traue ich extrem hinterher. Das war der von Lancôme. Der Brow Defining Pencil, dieser ganz dünne, mochte ich sehr gern. Gibt es aber leider nicht mehr. Ich suche jetzt krampfhaft nach einem Ersatz. Es tut mir so leid. Ich suche jetzt krampfhaft nach einem Ersatz, aber ja, gucken wir mal. Vielleicht kaufe ich mir auch den wieder von, welcher war denn das schnell? Ich glaube, Clinique war das. Den werde ich mir mal wieder nachkaufen, glaube ich, weil der war auch gut. Ich habe noch einen von Annemarie Berlin jetzt gerade in Verwendung. Dann habe ich noch einen von Stila gekauft. Das heißt, ich brauche die jetzt mal auf, bevor ich mir neue nachkaufe natürlich. Eine Duftprobe habe ich auch leer gemacht. Es tut mir so leid, dass meine Stimme jetzt versagt. Von Prada war ganz okay, aber ich würde mir ehrlich gesagt kein Prada nachkaufen. Ich habe den Prada Night und den finde ich sehr gut, aber der ist jetzt... Den haben auch so viele und deswegen würde ich mir das nicht nachkaufen. Er war okay, aber war jetzt nicht so besonders. Mein Avocado-Shampoo habe ich auch wieder nachgefüllt. Das liebe ich. Würde ich mir immer wieder nachkaufen. Ich habe noch Gott sei Dank viele Backups. Von Action habe ich die Tuchmaske leer gemacht mit Wein. Die war ganz okay, aber wie gesagt, ich habe genug. Ich darf mir dabei keine mehr kaufen. Ich hoffe, ich wirke nicht so gestresst. Aber ich habe so viele Sachen im Kopf, die ich heute noch erledigen will.
Und der Tag rennt mir irgendwie wie Wasser durch die Finger. Also ganz schlimm. Aber chill, einfach weiter. Ich habe von Marionneau Ampullen aufgebraucht. Das war so eine Ampullenkur, da waren 4 verschiedene drinnen. Nein, Blödsinn, 8 waren es insgesamt und 4 verschiedene Sorten waren es. Nein, stimmt ja gar nicht. Was steht denn da dann für ein Blödsinn drauf? Ist ja wurscht. Das waren Ampullen von Marionneau. Würde ich mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Die waren mir ein bisschen zu reichhaltig. Und haben so extrem stark geschäumt. Würde ich mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Was ich auch schade fand, das war aber eine Limited Edition. Die hat bei mir ein bisschen gebrannt. Von Cadea Vera, diese Illuminating Glow. Die hat bei mir ein bisschen gebrannt, leider. Fand ich schade. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch eine habe davon. Ich habe wieder eine Sofort-Effekt-Ampulle aufgebraucht von Cadea Vera. Ihr wisst ja, ich liebe die. Ich brauche jedes Mal die von Cadea Vera auf. Ich liebe die einfach. Von Isana habe ich Hydrogel-Augenpads benutzt. Das waren diese Wolken. Die waren auch sehr gut. Die waren wirklich sehr gut. Ich liebe die von Isana. Ich finde da alle sehr gut. Von Balea habe ich die Q10 Augenpads aufgebraucht und ich glaube, die sind bei mir ein bisschen zu alt. Habe ich das Gefühl. Jetzt brennt meine Fieberblase gerade. Finde ich okay, aber ich weiß nicht, ob die bei mir nicht einfach zu alt sind. Die haben nicht so lange gekühlt. Deswegen werde ich die und die von Action unter Tuchmasken benutzen. Ich weiß, ziemlich verschwenderisch, aber ich will die einfach leer haben. Und dabei kaufe ich mir dann keine Augenpads mehr. Ich darf mir wirklich keine mehr kaufen. Was schwer werden wird, weil es gibt auch gerade aktuell noch eine Germany's Next Topmodel LA mit der Selma. Und die waren die mit dem Glitzer dran von Germany's Next Topmodel, von den UD Augenpads. Die haben bei mir alle gebrannt. Alle. Ich konnte sie nur so kurze Zeit drauf lassen, weil die haben dann so angefangen bei mir an den Augen zu brennen. Und ich glaube, es war das Glitzer. Ich weiß es nicht, aber ich würde mir die nicht nochmal nachkaufen. Ich hatte einmal Marine Magic Recharging Retinol, Hyaluronic Hydronic, okay, und Cosmic Cherry. Leider haben alle bei mir gebrannt. Ich bin sowieso nicht mehr so der Beauty-Fan, ehrlich gesagt. Ich mag eher die von Balea oder von Isana, mag ich die sehr gerne, obwohl ich ja da nicht drankomme, aber von Isana, Balea und welche mag ich auch so gern? Cadea Vera, mag ich auch. Also die würde ich mir eher kaufen als die von Beauty, ehrlich gesagt. Ich werde meine natürlich noch aufbrauchen. Ich habe noch ziemlich viele, habe ich heute gesehen. Aber nachkaufen werde ich mir keine mehr. Jetzt werde ich leicht aggressiv in meinen Haaren. So, ich habe einen Duschschaum von Rituals leer gemacht. Ich mochte den aber nicht. Das war so mühsam, den zu benutzen. Ich fand diesen Mechanismus mit der Blume zwar ganz niedlich, aber wenn man nasse Hände hatte und man da drücken wollte, war das echt mühsam. Besonders wie er fast leer worden ist, war das sehr, sehr mühsam. Also würde ich mir nicht nochmal kaufen. Die vom Standardsortiment ja, aber solche Geschisti-Geschasti mit Blüten, Rausdrück, bla, nicht. Ein Sebamed Wellness Duschgel habe ich leer gemacht, das war ganz furchtbar. Ich muss die ganzen kleinen mal verbrauchen. Ich habe wohl viele davon. Ich werde die verbrauchen, das war ganz, ganz furchtbar. Würde ich mir nicht kaufen. Gott sei Dank war das in einmal Anwendung weg gleich, weil das war ganz schlecht. Ich hoffe, dass ich nächsten Monat wieder ein bisschen mehr aufbrauche. Ich meine, das war jetzt auch schon sehr viel, aber ich will nächsten Monat wieder viel mehr. Ich habe ein Serum leer gemacht, das habe ich glaube ich von der Vivi gekriegt. Wishful, keine Ahnung, so schaut das aus, die Verpackung ist ziemlich cool. Aber ja, es war nur eine Anwendung, ich fand es okay, aber würde ich mir jetzt nicht nachkaufen. Vom Balea habe ich auch diese Chocolate Dream Augenpads leer gemacht. Eine Gesichtsreinigungsprobe von Dior habe ich leer gemacht, ich habe auch noch eine, aber ich fand die jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Ich habe sie auch, glaube ich, aufgeschnitten. Brav bin ich. Ich habe sie auch aufgeschnitten. Aber ja, sie ist okay, aber ich will sie mir jetzt ehrlich gesagt nicht nachkaufen. Dann habe ich von Shiseido eine Gesichtsreinigung aufgebraucht. Die Verpackung ist mega furchtbar. Ich habe noch eine davon. In Rot, glaube ich. Ich habe auch die gelbe schon verbraucht und jetzt ist die grüne leer. Ja, ich würde mir die nicht nachkaufen. Die gibt es auch, glaube ich, nicht mehr, weil das ging aus dem Sortiment. Dann habe ich 2 Givenchy-Duftproben noch leer gemacht. Die habe ich sogar noch einmal, habe ich gesehen. Der war aber gut. Der war wirklich gut. Der ist nicht schlecht. Aber ich würde mir den jetzt ehrlich gesagt nicht nachkaufen. Den finde ich auch gut, aber ich würde mir den auch ehrlich gesagt nicht nachkaufen, weil ich halt zu viele habe. Ich habe einfach viel zu viel von Düften. Deswegen würde ich mir erstmal nichts nachkaufen. So, bevor ich mit dem Make...
Jetzt habe ich mich erschrocken. Leck mich doch am Krakauer. Kommt davon, wenn man sich dauernd... Was war das, was ich mir gestern so reinzogen habe hintereinander? Von Five Nights at Freddy's habe ich mir Folgen reinzart. Und mich hat es dauernd erschrocken. Und jetzt habe ich halt die Nachwirkungen. Ja. So. Von Lush habe ich die Mario Duschgel-Probe leer gemacht. Ich fand es ehrlich gesagt nicht so gut, das Mario Duschgel. Mir hat der Duft einfach nicht gefallen. Ich fand das von Luigi besser. Ich bin auch froh, dass ich mir das Luigi gekauft habe und nicht das Mario. Ja, ich fand es nicht gut. Würde ich mir nicht kaufen. Gott sei Dank habe ich die Probe vorgelegt, weil kaufen würde ich es mir nicht. So, noch ein bisschen dekorative Kosmetik habe ich leer gemacht. Da ist ziemlich viel leer geworden. Ich habe mein Essenzpuder leer gemacht. Get Picture Ready heißt das. Das sieht so aus. Das war wirklich gut und das war das erste Essenzpuder, wo mir nicht der Deckel runterbrochen ist. Finde ich auch sehr gut. Leider gibt es das nicht mehr, sonst würde ich mir das nachkaufen, weil das war echt gut. Aber das gibt es ja leider nicht mehr. Von MAC. Und da bin ich wirklich angepisst, weil die machen kein Back-to-MAC mehr. Man kann zwar die leeren Sachen noch hinbringen, aber man kriegt keinen Lippenstift mehr dafür. Das finde ich ein bisschen unfair. Das finde ich beschissen. Ich werde natürlich die Sachen noch hinbringen, weil sie ja das sammeln. Sie sammeln es trotzdem wegen der Umwelt, aber man kriegt halt nichts mehr dafür. Und das finde ich ein bisschen beschissen, weil jetzt haben sie es endlich nach Österreich gebracht und jetzt machen sie es nicht mehr. Finde ich scheiße. Also da hat MAC einen riesen Minuspunkt von mir, obwohl ich die Marke liebe und noch immer urviel benutze davon. Aber ja, ich habe auf jeden Fall den Painterly Paintpot aufgebraucht. Der schaut schon ranzig da unten aus. Der war auch schon sehr trocken. Man sieht das eh, wenn man da reinschaut. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei mir, ich stelle ihn da gleich auf die Seite, dass bei mir nichts mehr als Lidschatten hält. Irgendwie habe ich als Lidschatten-Base, so meine ich es, eine riesen Katastrophe irgendwie am Laufen. Nichts hält mehr bei mir. Es kriecht alles irgendwo hin. Ich habe, glaube ich, sehr ölige Lider in letzter Zeit. Keine Ahnung, was los ist. I don't know. So, zwei Lippenprodukte habe ich noch leer gemacht. Einmal von Maybelline den Superstay Matte Ink. Ich habe den auch in Pink und ich glaube, dass, weil ich den in Pink verwendet habe, habe ich wieder Fieberblase und Munddecke gekriegt. Den muss ich unbedingt aussortieren. Ja, aber den roten habe ich leer gemacht und den fand ich echt gut. Mich haben auch urviele Kunden angesprochen drauf, was ich drauf habe und ein paar haben ihn sogar gekauft. Also ich fand den echt, echt gut. Wenn ich nicht so viel hätte, würde ich mir den auch kaufen, aber ich habe einfach zu viel Zeug. Von Essence, diese Juicy Bombs, da habe ich auch einen leer gemacht. Finde ich nicht so berauschend. Ich habe aber noch ein paar, ja, würde ich mir nicht mehr nachkaufen. Ich verstehe den Hype nicht, aber ich bin halt kein 14-jähriger Teenie mehr, deswegen muss ich den Hype auch nicht verstehen. Das letzte Produkt, was ich leer gemacht habe, und dann haben wir es endlich geschafft mit meinen zigtausend Wutanfällen und meinen zigtausend Haarproblemen hier. Ich habe einen Duft aufgebraucht von Donna Karen New York, den Be Tempted. Das war mal ein Tester. Den habe ich mir noch ausgesucht, weil ich fand die Flasche damals so cool, weil ja da die Schlange drauf ist. Man sieht es ein bisschen. Ja. Aber ich muss sagen, jetzt kommt nichts mehr raus. Ich habe den aber an mir nicht mehr wahrgenommen. Entweder habe ich den so lange benutzt und weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Mir hat er irgendwie nicht mehr gefallen an mir. Ich weiß nicht warum. Ich habe ihn auch nicht wahrgenommen an mir, was mich mega gestört hat. Ich hasse das, wenn ich mich selber nicht rieche. Das nervt mich ein bisschen. Aber die Kolleginnen haben gemeint, weil ich habe den im Spind benutzt, in der Arbeit. Und die haben gemeint, man hat das schon gerochen, aber ich bin froh, dass er leer ist. Ich bin wirklich froh, dass er leer ist. Ich hatte den ja früher so gern. Ich weiß nicht, was mit dem los war. Entweder war der Tester schon zu alt, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich bin froh, dass das Ding leer ist. Und ich hoffe, dass ich diesen Monat auch wieder ein paar leer kriege. Ich bin auch brav mit Proben und so leer machen, aber es könnte noch ein bisschen besser sein, wenn wir ehrlich sind. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr könnt es mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr aufgebraucht habt. Seht ihr das? Das zipft mich an. Egal. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye! Das macht mich so kirrig. Schau, so ein Idiot.